Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht's ran, dass wir das Halloween Town Rathaus bauen aus diesem berühmten Halloween Film, wo man doch, sag ich mal, fast schon Weihnachten klauen wollte. Und ich finde, das ist eigentlich ein tolles Gebäude, was man, sag ich mal, jetzt zu dieser Zeit bauen kann. Daher schnappen wir unsere Blöcke und legen gleich mal los. Für unser Rathaus geht's erstmal los mit dem Grundriss. Wir nehmen uns erstmal Steinblöcke, Treppen und Stufen dafür. So, ich fange jetzt einfach mal auf der Seite hier einmal an. Da setze ich mir einfach mal Steinblöcke hin auf eine Zweier Höhe. Die kann ich mir nochmal 1, 2, 3 mal nach hinten wegziehen. Machen wir auch gleich eine Zweier Höhe. So, dreimal nochmal zur Seite weg. Hier in der Mitte setze ich mir, obwohl halt, wir machen es anders. Und zwar, ich lasse mir jetzt immer einmal einen frei. Und zwar möchte ich mir hier so ein paar Löcher reinzaubern. Da setze ich mir einfach Stufen unten einmal hin. Und hier an der Seite setze ich mir einfach eine umgedrehte Treppe hin. Die machen wir auch so an sich 1, 2, 3, 4 mal hier auf der anderen Seite hin. Darüber könnt ihr gleich einmal ein paar Blöcke hinsetzen. Und dahinter, komm, da ziehen wir hier einmal zu mit Blöcken. So, wenn wir das einmal haben, machen wir das nochmal synchron gleich auf der anderen Seite. Nehmt ihr erstmal ein paar Stufen und zwar setzen wir jetzt gleich einmal dahinter weg 4 weitere Stufen hin. Und dann setze ich mir auch hier wieder einfach viermal, zack, so eine Steinmauer hin. So, ein freilassen. Dann kommt hier wieder eine Säule hin. Nehmen wir uns mal ein paar Stufen. Setzen die unten und oben einmal hin. So, wieder die Treppen nehmen. Und hier auf der anderen Seite setzen wir dann einfach mal viermal umgedrehte Treppen hin. Dahinter wieder ein Block. Da oben drauf auch. Und komm, wir ziehen das auch gleich einmal zu. Nehmt ihr gleich nochmal die Stufen und zwar setzen wir jetzt hier dazwischen einfach mal so eine kleine Treppe hin. Das heißt, wir gehen hier immer mal eine Stufe immer höher. So, und komm, ich mache es noch ein letztes Mal hier, so dass wir auf der gleichen Ebene sind. Wenn wir das haben, nehmen wir uns jetzt ein paar Treppen und setzen jetzt einmal dahinter, hier an der Seite, einfach eine weitere umgedrehte Treppe hin. Und die ziehen wir jetzt insgesamt 20 Mal nach hinten weg. Wir können nochmal sehen, ob wir richtig sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 umgedrehte Treppen. Einmal hinten hin. So, hinten könnt ihr das einmal so rüberziehen zur anderen Seite. Ihr müsst natürlich jetzt nicht unbedingt hinten ziehen. Ihr könnt einfach hier vorne wieder gucken. Einmal so dahinter weg, die umgedrehte Treppe und einmal nach hinten ziehen. Das reicht ja, wenn wir einmal gezählt haben. So, darauf setzt ihr wieder einfach eine Blockreihe hin. Einfach einmal oben drauf. So, einmal schön so lang. Und wenn ihr das habt, können wir jetzt einmal unsere glatten Steinstufen nehmen. Und die fangen wir jetzt einfach hier vorne einmal an. Ich setze mir die hier einmal so rauf und ziehe mir die jetzt hier an der Seite einmal so lang. Die restliche freie Fläche, die wir hier in der Mitte haben, die füllen wir einfach aus mit Steinstufen. Als nächstes wollen wir unser Hauptgebäude natürlich jetzt ein bisschen hervorheben. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an mit der Wand. Und zwar fliegen wir jetzt einfach mal auf die Rückseite. Und zwar mache ich mir jetzt hier erstmal so ein bisschen die Form zurecht. Das heißt, ich setze mir jetzt hier einfach mal nach unseren Stufen drei Blöcke hin. Dann werde ich mir das Ganze einmal wieder überstehen lassen. Und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4 Mal. Das müssen wir natürlich hier einmal hinterher ziehen. Und dann machen wir wieder so, dass wir es wieder überstehen lassen. Aber diesmal dreimal. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt einmal ein paar Treppen nehmen. Und setzen jeweils immer unter diesen Übergang einfach eine Treppe hin. So. Wenn wir das denn soweit haben, können wir dieses Format jetzt einmal nach vorne ziehen. Willkommen in der Hölle, Baby, hör den Beat. Im Schatten der Nacht, wo der Teufel spielt. Hot Dog zieht den Vape rauf, füllt die Luft. YouTube brennt und wir atmen den Duft. Jazz tönt im Hintergrund, die Dämonen singen leise. Halloween ist nah, doch wir drehen die Reise. Die Flammen flüstern, das Feuer ist entfacht, hier in der Hölle wird durchgetanzt. Auf der Vorderseite, wenn ihr das soweit habt, könnt ihr es einmal glatt auch zuziehen. Obwohl, habe ich gesagt, glatt zuziehen. Wir hatten ja, sag ich mal, hier das Ganze mit den Stufen so ein bisschen überstehen lassen. Hier könnt ihr das Ganze doch auch ein bisschen freilassen, da hier natürlich unsere Tür reinkommt. Bis in die Nacht, willkommen in der Hölle, wo der
besser klingt. Vape-Wolken steigen und die Dunkelheit. Jetzt wollen wir auch gleich mal anfangen, die Tür uns vorne hinzubauen. Hier werden wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke in der Höhe uns lassen. Den Rest hier oben könnt ihr einmal zuziehen. Die Tür werden wir jetzt auch nicht einfach glatt in die Wand bauen, die werden wir auch so einmal nach innen stehen lassen. Dafür nehme ich mir jetzt andere Steinblöcke. Am besten nimmt man vielleicht diese tiefen Schieferfliesen, die finde ich ganz passend dafür. So, die setzen wir einmal hier so ein bisschen lang. Ich mache es noch einmal ein bisschen weg, wir machen es mal anders. Und zwar, wir machen jetzt unten einfach ein paar Stufen hin. Und dann mache ich jetzt einmal so und einmal mir das so schräg hin. Dann gehe ich hier nochmal, zack, einen Block tiefer. Denn wir passen uns jetzt das Ganze in der Höhe einmal ein bisschen an. Und zwar möchte ich das mir haben, dass das hier so ein bisschen so schräg nach oben geht. Ja, vielleicht da nochmal eine Stufe hin. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wenn die Tür, sag ich mal, so ein bisschen schräg ist. Auf der Rückseite könnt ihr dann gerne auch das Glas euch gleich einmal platzieren. Nehmt dafür am besten, ja, ich finde so Halloween-mäßig ist natürlich orange eine tolle Farbe. Nach unserer Tür wollen wir jetzt natürlich uns auch gleich ein paar Fenster uns platzieren. An der Seite lassen wir vorne einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann schlagen wir drei Blöcke weg. Ein freilassen, also einen da lassen halt, dann wieder drei weghauen, einen da lassen und wieder drei weghauen. So, das Ganze werden wir jetzt so weit weghauen, bis wir zur letzten Treppe hier kommen, die wir uns hier einmal platziert haben. Wenn wir das soweit freigeschlagen haben, machen wir das gleiche Spiel auch gleich auf der anderen Seite, denn synchron bauen, ja, das geht ja mal am schnellsten. Also zwei Blöcke vorne Platz lassen, dann drei weghauen, einen da lassen, drei weghauen, einen da lassen, drei weghauen und das wieder einmal so weit weghauen, bis wir hier zur letzten Treppe kommen. Wenn wir das soweit haben, nehmen wir jetzt wieder unsere anderen Steinblöcke und zwar werden wir jetzt hier einfach mal das so ein bisschen austauschen, hier so mit Blöcken und eine Stufe unten einmal hin. Ansonsten übernehmen wir das hier 1:1 mit den Blöcken und Treppen, wie wir das hier haben. Ganz oben setze ich mir auch nochmal einfach eine Stufe hin. Und das ist der Rahmen von unserem Fenster. Wir können natürlich da dann auch gleich unsere Glasblöcke hinsetzen. Die müssen wir jetzt natürlich jetzt hier hinter einmal so ein bisschen platzieren. So, jetzt können wir mal gucken, wo können wir hier in der Mitte eigentlich noch hinsetzen. Da, wo heißt, nee, das sieht nicht so aus. Das sollte schon so ein bisschen so eingebaut sein. Dann setze ich dahinter nochmal ein. Jetzt kann man natürlich das Ganze nochmal hier so ein bisschen verstärken, indem wir hier nochmal ein paar Steinblöcke hinsetzen. Das sieht von außen dann natürlich gleich ein bisschen schöner aus. Na, dann ist das hier so an der Seite auch ein bisschen eingebaut. Und das Ganze müssen wir halt insgesamt 6-mal noch machen. Rauch zieht durch die Schatten, der Jazz wird laut. Hot Dog auf YouTube, doch hier wird's versaut. Halloween überall und die Dämonen tanzen frei. In der Hölle, mein Freund, da bist du dabei. Keinen kommen aus dem Feuer, der Beat bleibt heiß. Jazz in der Hölle, wir zahlen den Preis. Willkommen in der Hölle, wo der Jazz erklingt. Vape-Wolken steigen und die Dunkelheit sinkt. YouTube flimmert, doch hier gibt's keinen Frieden. Halloween-Feeling, wir können's nicht besiegen. Willkommen in der Hölle, oh yeah. Wenn wir die Fenster soweit haben, geht's wieder los, dass wir weiter oben das Dach natürlich jetzt zu Ende bauen. Wir platzieren einmal an der Seite nochmal eine glatte Steinstufenreihe. Die ziehen wir hier an der Seite, hinten und komplett auf der anderen Seite auch nochmal lang. Nur die Vorderseite lassen wir erstmal noch offen. Jetzt nehmen wir uns ein paar Steinblöcke und setzen hinten einfach nochmal 4 weitere Blockreihen einmal hin und können das Ganze hier dann erstmal so glatt zuziehen, bevor es jetzt einmal an unser Dach direkt geht. Fangen wir da, würde ich mal sagen, tja, einfach vorne hier auf der Mauer einmal an. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren grauen Beton. Wir lassen jetzt einmal hier einen Steinblock frei. Dann setzen wir uns hier eine Reihe mal rauf. Einen freilassen, wieder die nächste Reihe mal rauf. Zwei Blöcke freilassen, nächste Reihe rauf und oben in der Mitte setzen wir nochmal 2 hin. So, das Spiel machen wir gleich hier auf der Rückseite auch nochmal. Wir lassen jetzt hier eine Luftreihe einmal Platz, dann ziehe ich mir hier so eine Strebe rüber. Dann nehmen wir nochmal an der Seite jeweils einen Block hier weg und bauen uns das jetzt genauso, wie ich das auf der Vorderseite habe. So, 2 freilassen, Reihe einmal hin und oben in der Mitte 2. So, jetzt nehmen wir Steintreppen. Die lasse ich mir jetzt auch einmal auf der Vorderseite einmal komplett überstehen. Wir machen jetzt bei jedem Übergang immer einmal eine Treppe hin.
Und auf den glatten Stellen nehmen wir halt einfach die Stufen. So, wir gucken das gleich uns einmal an hier. So, die Stufen nehmen wir einmal oben hier so lang. Und machen es einmal glatt zu. So, hier machen wir gleich einmal einen Block an der Seite hin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns das so ein bisschen verkleiden wollen. Ich nehme ja immer gerne, dann sage ich mal hier so ein paar Treppen, um mir das hier in den Ecken einmal zu platzieren. Und jetzt hier bei diesem Übergang, ich glaube, eine Treppe wäre ein bisschen zu dick. Da nehmen wir einfach mal eine Stufe hin. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also, bei jedem Übergang kommt hier erstmal einmal eine Treppe hin. Und bei den glatten Stellen nehmen wir einfach unsere beliebten Stufen. So, unten ziehen wir dann auch nochmal die Stufen lang. Hier an der Seite machen wir daraus dann einmal einen Block. Treppen hier erstmal unter den ersten ansetzen. Und hier oben einmal in der Mitte. Und dann sehen wir schon, wie gesagt, hier wäre es einfach zu dick mit einer Treppe. Da nehme ich jetzt einfach mal eine Stufe hin und fertig ist das soweit. So, den Rest jetzt hier dazwischen nehmen wir oder füllen das einfach aus mit anderen Treppen und Stufen. Ich würde jetzt natürlich das gleiche Material empfehlen, womit wir jetzt schon unsere Fenster gebaut haben. Bereit für die Hölle, oh yeah. Ein tiefer Zug, der Rauch steigt empor. Intaktes Jazz spielen wir die Hölle im Chor. Hot Dog in der Hitze, der Beat läuft smooth. YouTube im Kopf, doch der Teufel bleibt. Wenn ihr das soweit habt, dass das Dach jetzt ausgefüllt ist, fliegen wir nochmal auf die Vorderseite und nehmen nochmal einfach mal grauen Beton und füllen die Löcher hier, die wir hier gesetzt haben, einfach mal einmal damit aus. Und dann haben wir dieses Blockmaterial erstmal soweit verbaut. Nun wollen wir auf der Vorderseite ein paar Säulen uns hinbauen. Nehmen einfach mal ein paar Leitsteine und dann schlagen wir jetzt hier mal die Mitte vorne einmal hier einmal wieder frei, setzen die Leitsteine hin, nehmen dann einfach unsere Mauern zur Hand und ziehen die einmal nach oben, bis wir, sag ich mal, hier oben anstoßen. Toll. Ich habe das Dach einmal zu kurz gezogen. Das müssen wir gleich mal berichtigen. Aber wir können hier einmal kurz erst die Mauern hochziehen. Soweit wir, sage ich mal, hier dann halt theoretisch anstoßen werden. Und in der Mitte könnt ihr dann einfach ein paar Töpfe nehmen. So, damit wir hier so richtig schöne dicke Säulen haben. Also mal gucken, dass wir die auch schön uns einmal nach oben platzieren. So, einmal schön nach oben ziehen hier. Wunderbar. So, wir werden aber, bevor wir jetzt das Dach einmal nochmal nach vorne ziehen, die Mauern und sowas erstmal zu Ende bauen. Das heißt, wir setzen jetzt hier einmal drauf. Noch ein paar weitere Ambosse hin. So, einfach so, dass das dann theoretisch denn hier anstupsen würde. Wir werden die Säulen jetzt noch einmal verstärken, indem wir hier uns einen Knochen hinbauen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal glatte Quarzstufen, setzen wir einen Block hin, darunter eine Stufe. Und dann in der Mitte davon setzen wir uns einfach hier eine Stufenreihe lang. Und auf der anderen Seite machen wir uns dann hier auch nochmal diesen Knochen hin. Jetzt werden wir uns hier noch so ein kleines Bändchen hinbauen, womit wir, sag ich mal, hier ja, einfach mal so ein bisschen Halloween-Dekoration uns hier einmal platzieren werden. Nehmen wir uns einfach ein bisschen Sandsteinstufen mitgemixt mit ein bisschen orangen Beton, den wir uns hier einmal so langziehen werden. So ein bisschen verfeinern, noch ein paar Stufen darunter. Na, vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung rein. Da kann man ja ein paar Laternen nehmen. Da könnte man schon fast sagen, das ist abgeschlossen. Ich nehme noch mal glatte Steinstufen. Und zwar möchte ich mir die jetzt hier noch einmal ein bisschen lang ziehen. So. Einmal noch davor so ein bisschen. Und hier drüben. Und jetzt sage ich noch mal, was ich jetzt natürlich verkehrt gemacht habe. Wir werden das Dach jetzt noch einmal nach vorne ziehen. Da ich, sage ich mal, diese Steinstrebe hier einmal über haben will. Das heißt, diese Reihe tauschen wir nochmal aus, indem wir die einmal nach vorne ziehen. Willkommen in der Hölle, Baby, hör den Beat. Im Schatten der Nacht, wo der Teufel spielt. Hot Dog zieht den Vape drauf, füllt die Luft. YouTube brennt und wir atmen den Duft. Jazz tönt im Hintergrund, die Dämonen singen. So, das sieht doch gleich schon viel besser aus. Kleiner Kistencheck. Kiste ist leer, Gebäude steht. Und schon kann, sag ich mal, unser Skelettbürgermeister hier einziehen und die Stadt regieren, wenn man es will. Tja, aber ansonsten haben wir unser Rathaus fertig gebaut.
Man kann natürlich noch ein bisschen verfeinern, indem man natürlich vielleicht auch nochmal die Glasfenster verkleidet, sodass man da auch nicht unbedingt reingucken kann. Da kann man ja schwarze Wolle nehmen oder schwarzen Beton, um sich das noch ein bisschen auszukleiden. Ansonsten macht er vielleicht auch noch ringsrum ein bisschen Deko hin, ein paar Grabsteine, nochmal ein paar leuchtende Kürbisse, damit ihr auch so ein bisschen Halloween-Feeling aufkommt. Das war's heute wieder für diese Folge. Wir haben nun ein schönes Rathaus in Halloween-Style. Wenn dir das Ganze gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere Videos oder abonniere einfach den Kanal. Ansonsten hören wir oder sehen uns wieder zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.